größte Fußballerpüßler fest wieder am Start. Und zwar sind wir jetzt hier wieder in Nordafrika angekommen, ja? Wir wurden abgeschoben, aber wenigstens können wir uns hier ein Einfamilienhaus leisten. Hier in der Wüste, im Nichts, können wir hier chillen, während ihr in den heißen Geysir reinsteigt, okay? Also an alle AfD wieder, passt mal auf, was ich hier noch alles bringen werde in Deutschland. Ich bin eine Gefahr für euch. Die Demokratie funktioniert nicht ohne Pressefreiheit. Die Mächtigen müssen kritisiert werden und auch immer wissen, dass wenn sie irgendwas mauscheln wollen, das auch rauskommt. Und deshalb gehört eine freie Presse zur Demokratie dazu. Sie hilft übrigens auch beim Regieren. Wenn ich Zeitung lese oder Nachrichten verfolge, dann kriege ich manchmal auch etwas mit, wo ich dann andere beauftrage, mir was dazu zu sagen, weil da schon was rausgekriegt worden ist. Und das finde ich sehr gut. Was wir nicht vergessen sollten, es gibt viele Länder, in denen gibt es keine Pressefreiheit. Da werden Journalistinnen und Journalisten verfolgt, kommen ins Gefängnis, werden oft sogar gefoltert. Und deshalb haben wir auch eine große Verantwortung dafür, international für Pressefreiheit uns einzusetzen. Döner macht schöner, das finde ich einen guten Spruch. Döner macht schöner. Döner bleibt Döner. Dankeschön. Also das ist eine wirklich gute Frage, aber ich kenne jemanden, der das viel, viel, viel besser beantworten kann. Augenblick. Lieber Steuergeld direkt in Bildung und Digitalisierung stecken, als Zinsen zahlen an andere. Jetzt wisst ihr das. Das aller Tier, das ich am allermeisten auf der Welt liebe, ist die Molly, mein Hund. Wir hatten schon mehrere Hunde. Enzo, der ist leider gestorben. Das war ein Retriever, ein Schwarzer. Dann hatten wir die Fanny, das war ein Labrador-Mädel. Da war mein Herz ganz groß, weil die habe ich als, wir haben als Welpen bekommen. Also die anderen Hunde hat meine Frau immer gehabt. Und diesen Labrador-Mädel, das, also die Fanny habe ich sehr geliebt. Es hat sehr, sehr, also wirklich wehgetan, wenn ein Hund stirbt. Das kann man eigentlich nur überwinden, wenn ein neuer kommt. Und dann haben wir zwei und die eine ist eine ganz kleine, heißt Bella. Das ist die frechste, die ich je erlebt habe. So ein Zwergpinscher, aber die ist wirklich frech, ja. Die stellt jeden großen Hund in Schatten. Und dann Molly ist ein schwarzer Schäferhund, ja. Ist super. Ist sowas von lieb. Wobei, die hat ganz schön scharfe Zähne, ja. Und wenn die so im Abenddunkel anläuft, da kriegt selbst das LKA mal ein bisschen Muffe. Molly liebe ich. Da kommt der Bus und der Führerschein ist echt teuer. Mobilität, bei uns auf dem Land, da herrscht eher Nobilität. Aha. Aber das haben wir auch bei uns im Bundestag auf dem Zettel. Und wir setzen uns ein, damit Bahnverbindungen im ländlichen Raum nicht abgebaut werden. Das ist echt so, the bars on the floor. Gut, echte Mobilität für alle, das sieht vermutlich anders aus. Und da ist echt noch viel Luft nach oben. Was muss sich bei euch vor Ort noch verändern, damit ihr von A nach B kommt? Schreibt es uns in die Kommentare. So I go to work, very mindful, very demure. I put everything where it's supposed to be. Very mindful. Genau 2 Jahre ist es jetzt her, dass mitten in der Ostsee ein Teil der kritischen deutschen Energieinfrastruktur in die Luft gesprengt wurde. Und sofort war klar, dass es sich um keinen Unfall handelte, sondern um einen terroristischen Anschlag, der geheimdienstliches Wissen erfordert hat. Die Folgen dieser Tat spüren wir alle, bis heute. Beim Heizen, beim Tanken, beim Einkaufen und nicht zuletzt in der Industrie. Was hat sich seitdem getan? Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Und warum geht dieses Thema auch dich ganz konkret an? Das erfährst du hier im Video. Ursache? Die Klimakrise. Die Folgen? Viel weniger Geld für dich und die Gesellschaft, dass man beispielsweise in eine bessere Bahn investieren könnte. Da ist es doch deutlich günstiger, rechtzeitig im besseren Klimaschutz zu investieren. In einer starken Luftverteidigung brauchen wir in Europa abstandsfähige Präzisionswaffen, damit wir auf diesem strategisch wichtigen Feld keine gefährliche Lücke gegenüber Russland haben. Wir haben das bereits in unserer nationalen Sicherheitsstrategie im vergangenen Jahr so festgelegt und das setzen wir konsequent um. Bis Systeme bereitstehen, die wir hier in Europa entwickeln, werden wir auf amerikanische Raketen zurückgreifen. Ab 2026 sollen sie in Deutschland stationiert werden. Allen, die Zweifel haben an dieser Entscheidung, möchte ich sagen, es geht uns dabei einzig und allein darum, mögliche Angreifer abzuschrecken. Jeder Angriff auf uns muss ein Risiko für den Angreifer bedeuten.
Es geht uns darum, den Frieden hier bei uns zu sichern und Krieg zu verhindern, um nichts anderes.